Cheater und Call of Duty sind irgendwie zwei Sachen, die man sich nicht mehr auseinanderdenken kann. Die Cheater-Situation in Black Ops 6 im neuen Call of Duty nimmt jetzt schon in der Beta Ausmaße an, die darauf hinweisen können, dass es in Zukunft vielleicht ein bisschen ekelhaft wird. Willkommen zurück zu einem weiteren Video von einem Zweitkanal. Genau das schauen wir uns heute an. Denn es gab schon nicht einmal 24 Stunden, nachdem die Beta raus war, nicht mal das volle Game, sondern legit einfach nur die Beta, gab es schon die ersten Cheater. Woran das liegt, weiß man noch nicht hundertprozentig. Ich habe schon aus mehreren Quellen erfahren, dass scheinbar die Engine und das Game, die Einstellungen von dem Game, so wenig verändert wurden zu MW3, dass die Cheat-Hersteller keine Riesenarbeit hatten, ihre Cheats auf das neue Spiel anzupassen. Also die müssten legit nur irgendwie 3, 4, 5 Stunden mussten sie ein paar Sachen ändern und schon waren deren Cheats, die davor für MW3 funktioniert haben, einfach schon ready für das neue Black Ops 6. Und das ist krass. Also das ist halt legit insane. Stattdessen werden Leute die ganze Zeit einfach randomly gebannt. Also Leute, die nicht cheaten, werden die ganze Zeit einfach gebannt. Weil das Ricochet-Team, das Ricochet ist ja das Anti-Cheat-System von Activision, das sie jetzt auch in Warzone und alle Black Ops-Teile, in alle Call of Duty-Teile implementiert haben, das probiert gerade verschiedene Features. We are testing features and monitoring telemetry. Und das probiert einfach, es testet einfach so ein bisschen rum und dann werden Leute einfach ganz random gebannt, wie zum Beispiel Shotzi. Shotzi, einer der besten Call of Duty-Spieler aller Zeiten, der ist wirklich einer der besten, wenn nicht sogar der beste momentan in der ganzen CDL. Der hat unfassbare Plays schon gemacht und wurde jetzt einfach selber gebannt, weißt du, selbst onstream wurde gebannt, nachdem er, warte, das stand hier gerade, glaube ich, nachdem er 31-0 gegangen ist. Der hat 31 Kills gemacht und 0 Tode und wurde danach einfach direkt gebannt vom Anti-Cheat-System. Hier. Bro, just lock in. I'm banned. You got banned too, right? What? Ja, und sein Teammate wurde auch gebannt. Weil das sind nämlich sehr, sehr gute Spieler. Es ist dumm, er hat eine Nuke gespielt und wurde direkt darauf gebannt, weil das Anti-Cheat-System denkt, dass er cheatet, weil er ein sehr guter Spieler ist. Und die glauben, das kann nicht legit sein, dass er so gute Stats erspielt hat. Deswegen denkt sich das Anti-Cheat-System, nee, wir bannen den, aber wir bannen die Leute nicht, die tatsächlich Cheats verwenden. Es wurde zum Beispiel wurde auch Parit gebannt. Der ist momentan, das ist ein Deutscher, der ist momentan irgendwie Platz 15 oder sowas in Warzone Ranked. Der hat ganz normal hat er gespielt und wurde dann ebenfalls gebannt. So sieht das Ganze dann aus, das ist ein temporärer Bann. Also es ist wie ein Shadowban. Ein Shadowban dauert 5 bis 7 Tage, wo dein Account überprüft wird und geschaut wird, ob du tatsächlich cheatest oder nicht. Und in den meisten Fällen wirst du halt einfach entbannt. Hier tatsächlich ist es auch ein temporärer Bann, aber ein temporärer Bann für 30 Tage. Das heißt, der geht über die ganze Beta hinweg, einfach bis in den nächsten Monat. Der geht bis in den Oktober einfach rein. Das ist so krass. Also das ist halt wirklich insane. Hier steht's: Games, Call of Duty Modern Warfare 3, das heißt in MW3 bist du fast 700 Stunden gebannt. In Warzone Mobile bist du 700 Stunden gebannt und in Warzone auch 700 Stunden. Krank. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn du kein Streamer bist oder keine Kontakte zu Activision, zu deren Support-Team hast, wie wir Streamer es zum Beispiel haben, wir haben diese Kontakte, dann bist du am Arsch. Du wirst nicht entbannt, es sei denn, dieses Anti-Cheat-Team wird eine Lösung dafür finden in den nächsten Tagen, sonst könnt ihr diese Beta nicht weiter spielen. Leute haben für diesen Early Access haben sie Geld bezahlt, die haben sich dieses Spiel vorbestellt, damit sie als einer der Ersten in dieses Spiel reingehen können und schon mal alles probieren können, die Waffen, die Maps, mal schauen, ob ihnen das Spiel gefällt, ob sie es refunden wollen oder ob sie tatsächlich weiter in dieses Spiel spielen wollen. Stattdessen kriegst du aber als guter Spieler dann einen Shadowban, beziehungsweise einen temporären Ban, ist ja kein Shadowban. Ja, aber dann Leute wie diese hier, die halt Cheatzucker verkaufen, das ist hochgeladen worden, by the way, am 31.08. Die Beta kam raus am 30.08. um 18 Uhr. Und das kam schon am 31.08. irgendwann am Vormittag raus. Das heißt, nur 12 Stunden danach kam schon dieses Video live, wo Leute sich schon Cheats runtergeladen haben und diese auch verkaufen. Und dann machen die halt einfach sowas hier. Da seht ihr die weißen Boxen, seht ihr hier, mit den Leben. Diese grünen Balken sind, wie viele Leben die Gegner haben. Und die weiße Boxen sind halt, wo genau sich die Gegner befinden. Und jetzt bin ich halt sehr gespannt. Ist das ein guter Spieler mit Cheats? Ist das ein, wie immer eigentlich, sehr schlechter Spieler, der ohne Cheats absolut nichts reißen würde und deswegen halt mit Cheats spielt. Ja, wenn der Gegner in Sicht ist, dann wird's purple. Krank. Also Wallhack, ja, Aimbot auch hundertprozentig. Das ist aber kein... Oh, er ist sogar gescheppert worden.
Tschüss. Das ist aber auch kein das ist kein crazy Aimbot. Der ist so ein bisschen auf Casual mehr gehalten, finde ich. Also so ein Soft Aimbot. Ich meine, der Warlock ist natürlich komplett krass. Oha. Da kriegst du ja richtig geile Hotmarks, das ist geil. Keine Ahnung. Ich würde auch so gerne mal so mit Cheats spielen. So gerne. Also mit so richtig obvious Cheats. Ihr wisst ja, ich cheate, ich habe ein Fußpedal, dies, das. Ich habe komplett an. Also schreibt die TikTok-Kommentare zumindest immer. Ich weiß nicht, der ist gestorben, by the way, gerade. Deswegen hat er den Cut machen müssen. Aber so, mit solchen Cheats, ich schwöre, ich würde jede Runde einen Nuke machen. Ich verstehe nicht, wie man hier keine Nuke machen kann. Ich habe mir das Video schon angeschaut, er hat keine Nuke gemacht. Kleiner Spoiler, ich verstehe nicht, wieso. Was macht man falsch in Call of Duty? Wie schlecht ist man? Nice Nate übrigens, die geht ins absolute Nichts. Dass man keine Nuke schafft mit solchen Cheats. Er hat voll an. Er wird auch einfach nicht gebannt, aber stattdessen werden die Legit-Spieler gebannt, die einfach nur gut sind. Das verstehe ich nicht. Das wird generell nie in meinen Kopf reingehen. Warum solche Leute nicht sofort gebannt werden? Also das ist doch richtig easy, also vergleichsweise easy, im Gegensatz zu den ganzen anderen Sachen, das ist doch vergleichsweise easy, einen Anti-Cheat zu programmieren. Okay, er wusste. Ist doch relativ easy im Vergleich, einen Anti-Cheat zu programmieren, der erkennen kann, dass eine 100%ige Headshot-Wahrscheinlichkeit nicht legit sein kann. Also wenn ein Spieler über 3-4 Games nicht ein einziges Mal die Füße oder den Unterkörper, den Oberkörper trifft, sondern die ganze Zeit nur den Kopf, dann ist das ein Cheater und den bannen wir sofort. Das kann nicht so schwer zu programmieren sein. Ebenfalls kann es nicht so schwer sein, dass wenn ein Gegner schießt, wenn ein Spieler schießt, dass jeder einzelne Schuss auf dem Körper des Gegners drauf ist. Dass der Spieler jetzt zum Beispiel 100 Schüsse schießt, die Runde, sehr schlechtes Beispiel, dass er 100 Schüsse schießt, aber nicht ein Schuss davon daneben geht oder irgendwo in der Wand reingeht oder sowas, sondern dass 100% der Schüsse auf den Körper von mindestens einem Gegner drauf sind. Das kann nicht so schwer zu programmieren sein, das verstehe ich nicht. Aber irgendwie struggles Call of Duty seit Jahren damit. Ich spiele seit MW 2019, wir haben seit MW 2019, hatten wir jedes Jahr Full Cheater in Warzone, ich verstehe das nicht. Das kann wirklich nicht so schwer sein. Das Problem bei so einem Anti-Cheat ist halt auch einfach, das bringt Activision nicht aktiv Geld. Wir wissen, Activision krass profitorientiert. Also wirklich krass profitorientiert. Die wollen einfach nur Fett Plus machen. Deswegen kümmern sie sich um neue Shop-Bundles, aber nicht um ein Anti-Cheat-System. Weil ihnen das nicht aktiv Geld einbringt. Es ist traurig. Es ist aber auch einfach so. Es ist so. Das interessiert die nicht. Es bringt denen nicht aktiv Geld ein. Warum sollten sie sich dann darum kümmern? So. Ich meine, im Long Run natürlich, dadurch, dass weniger Cheater unterwegs sind, werden mehr Leute mehr Call of Duty spielen und dementsprechend wahrscheinlich auch öfter im Shop was einkaufen und nicht streiken, so wie ich zum Beispiel. Ich lade gar kein Geld mehr bei Warzone hoch, wirklich gar nichts mehr, seit Jahren nicht mehr, weil ich nicht einsehe, Activision Geld zu geben für ein Spiel, das nicht funktioniert. Für ein Spiel, das kein Anti-Cheat hat. Weil, wisst ihr, also ich sehe das so als kleinen Protest, ich sehe das nicht ein, ich bekomme meine Activision Points von Activision, aber selbst lade ich gar nichts mehr auf. Weil ich das einfach nicht einsehe. Dass ich denen da so einfach so Geld schenke, so. Dafür, dass sie sich nicht um uns Spieler kümmern. Sondern einfach nur auf Hack aus sind. Schaut mal auf das Radar, irgendwie ist das full verbuggt. Das würde mich komplett triggern als Cheater, dass es so verbuggt ist. Naja, wird geflankt, aber richtig dumm. Kann man so dumm sein, du cheatest und bist geflankt. Das verstehe ich ja auch nicht. Wie wird denn geflankt als Cheater? Aber nein, warum ist denn das Radar so verbuggt? Da werden die Punkte irgendwo angezeigt, wo sie nicht angezeigt werden sollten. Also ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt. Sein Aimbot funktioniert sehr gut, sein Warlock funktioniert sehr gut, aber sein Radar nicht. Oh mein Gott, die Gegner sind aber auch richtig kacke. Die sind ja auch richtig schlecht. Oh, er prefight jetzt schon. Er prefight komplett. Hellstorm? Bro, verwendet Streaks? Er cheatet und verwendet Streaks. Was bist du jetzt? Nice, W-Streak. Ne, hast du richtig gut gemacht. Da kennt man auch schon wieder so ungefähr den Skill des Gegners. Des Spielers eher. Dass der nicht allzu skilled ist, wenn er keine Ahnung hat, wie man Hellstorm verwendet. W. Ich würde seine Stats jetzt am Ende der Runde interessieren, weil er ist ganz schön oft gestorben dafür, dass er cheatet. Jetzt bin ich sehr gespannt.
was die letzte Killcam ist und was die Stats von ihm sind. Wait, das ist gar nicht er, oder? Oh doch, das ist er, sorry. Nee, das ist nicht er. Warte mal, da cheaten mehrere in der Runde. Schaut mal, er ist nämlich Spider. TikTok Haas cheatet auch, der wahrscheinlich auch, weil der eine 6,3er KD erspielt hat. Aber unser Kollege, dem wir gerade zugeschaut haben, hat 40 Kills und 10 Tode gemacht. Eine 4er KD. In einer kompletten Bot-Lobby. Die waren full shit. 0er KD, 0,3, 0,6, 0,4, 0,1, 0,7. Die sind full Arsch und der macht nur eine 4er KD als Full-Cheater. Die cheaten zu dritt. Das war sein Teammate. Das haben wir definitiv nicht gesehen, das Gameplay. Das Teammate war um einiges besser als er. Weil der hat auch Dolphin diven können und sowas. Der hat den Movement. Er wusste, was er macht. Krass. Also wirklich insane. Dass sowas funktioniert oder dass sowas funktionieren darf und nichts dagegen gemacht wird, aber stattdessen sich um die Legit-Spieler gekümmert wird und die dann einfach false gebannt werden, ist halt wirklich krass. Ey, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon einen Cheater getroffen habt in Call of Duty Black Ops 6, würde mich sehr interessieren. Und ob ihr schon einen Bann kassiert habt oder auch irgendwer um euch herum von euren Freunden oder sowas, weil das ist halt wirklich insane. Ey, falls euch das Video gefallen hat, lasst mich gerne mit einer positiven Bewertung und einem Abo auf dem Kanal wissen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein!